Die Hemingway-Bestseller vom legendären Arturo Fuente. Mal schauen, ob sie das Zeug zum Spitzenreiter hat. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Ich habe heute von Arturo Fuente die Bestseller aus der Hemingway-Serie mitgebracht. Eine Zigarre aus der Dominikanischen Republik im Perfecto-Format. Perfecto, das ist im Prinzip eine Doppelfigurado, doppelt, weil sie sich auf beiden Seiten hierhin verjüngt. Also sie hat nicht den durchgehenden gleichen Durchmesser. Zur Perfecto selber gehört keine absolut spezifische Länge oder Ringmaß, weil es einfach nur eine Form als eine Vitola bezeichnet. Hier liegt die Länge jetzt bei 114,3 mm und über einen Durchmesser von 21,03 mm kommen wir auf ein 53er Ringmaß. Die Rauchdauer habe ich jetzt hier mal so mit 50 Minuten angegeben, wobei man das wahrscheinlich auch deutlich schneller schaffen kann, vielleicht auch in einer halben Stunde, ohne dass man Gefahr läuft, dass die Zigarre heiß wird. Aber ich hatte nicht vor, mich zu beeilen, also 50 Minuten ist mal ein guter Zielwert. Es ist natürlich eine vollständig von Hand gefertigte Zigarre aus Longfellow Tabak und als Verkaufsformat gibt es nur die 25er Kisten. An Tabaken wird hier ein Deckblatt aus Kamerun serviert. Umblatt und Einlage stammen beide aus der Dominikanischen Republik. Die Sorte und das genaue Alter wird nicht weiter spezifiziert. Es wird nur gesagt, dass es sich um Vintage-Tabak, also geagten Tabak, handelt. Und das Besondere an der Zigarre hier ist auf jeden Fall das Deckblatt. Das kommt nämlich von den Plantagen der Familie Meerapfel aus Belgien. Und die produzieren seit 60 Jahren in Kamerun, also in Afrika, diese Deckblätter hier. Und die gehören angeblich zu den besten der Welt und werden nur in sehr kleinen Mengen für absolute Super-Premium-Zigarren eingesetzt. Die Plantagen sind so in der Mitte der Ostspitze von Kamerun, am Rande der Zentralafrikanischen Republik. Das ist eine etwas politisch instabile Region, deswegen ist es ein durchaus wirtschaftlich riskantes Unterfangen, dort diese Deckblätter herzustellen. Und man sagt, dass sie einen einzigartigen Geschmack liefern und eine sehr dünne, seidige Textur haben. Und das Ganze soll der Zigarre so einen leicht süßlichen Touch geben. Ich würde sagen, wir werfen noch mal direkt einen Blick auf das Deckblatt hier. Und das hat auch sehr schöne, feine Blattadern. Die Nähte hier sind kaum zu sehen. Allerdings gibt es auch ein paar kleinere gelbe Fleckchen. Hier vorne ist eins. Oh, unter der Banderole haben wir auch noch mal drei. Hier auf der Rückseite ist auch noch mal so ein kleiner gelber Fleck. Und hier vorne an der Spitze auch. Und das Deckblatt hier fängt schon an, sich so ein klein wenig abzulösen. Also absolut hundertprozentig perfekt sind wir hier bei Fuente auch nicht. Aber gut, was soll's. Das sind alles nur ein paar optische Mängel und hat auf den Geschmack sicherlich keine Auswirkung. Gucken wir uns mal den Kaltgeruch an. Und das riecht ja wunderbar nussig mit so einer subtilen Süße. Vielleicht so ein bisschen wie gebrannte Mandeln. Relativ dezent insgesamt und auch ein klein wenig holzig nebenbei. Schneiden wir sie mal an und gucken, was der Zugwiderstand macht. Der könnte hier ein klein wenig höher sein, weil die Zigarre am Ende ja spitz zuläuft. Insofern lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Vielleicht ein ganz, ganz klein wenig auf der festeren Seite, aber ich denke, sobald sich die Zigarre hier unten etwas öffnet, ist es dann auch gut. Vom Kaltzug her auch so eine leichte, süßliche Note, eher so auf der Honigseite, würde ich sagen. Und ansonsten so schön erdig und holzig. Zünden wir sie mal an, gucken, was die ersten Züge so bringen. So, schauen wir mal, das müsste eigentlich reichen, wenn man hier nur diesen kleinen Zipfel vorne anzündet. Sehr gute Rauchentwicklung, obwohl hier nur ganz wenig am Tabak schon am Brennen ist.
sehr holzig, etwas ledrig und auf jeden Fall Nuss ist hier auch schon dabei. Wir sehen uns gleich im ersten Drittel und schauen uns mal die Geschichte der Familie Arturo Fuente an. Bis gleich. Im ersten Drittel ist der Rauch der Zigarre wunderbar cremig. Das dominante Aroma ist auf jeden Fall Leder. Das steht deutlich im Vordergrund. Dann haben wir noch sehr schöne Holzaromen dabei und so eine ganz leichte Süße, die die ganze Zeit so im Hintergrund mitschwingt. Insgesamt ist die Zigarre eher so auf der etwas milderen Seite angesiedelt. Ja, Arturo Fuente wurde gegründet 1912 in West Tampa in Florida, natürlich von Arturo Fuente selbst. Arturo Fuente ist eigentlich Kubaner, aber schon 1902 in die USA gekommen, also noch ganz, ganz lange vor der kubanischen Revolution. Und im Alter von 24 hat er dann seine eigene Zigarrenmanufaktur gegründet. Damals gab es allein in der Stadt an die 200 Zigarrenmanufakturen. Die Konkurrenz war also ziemlich groß. Und sie alle haben noch ihren Tabak damals aus Kuba direkt importiert. Nicht vergessen, wir sind hier wirklich sehr lange noch vor der kubanischen Revolution unterwegs. Ja, Fuente war ziemlich erfolgreich und 1924 hatte er schon 500 Mitarbeiter. Im gleichen Jahr ist dann leider seine Fabrik dort abgebrannt und dann war es leider erstmal vorbei mit der Zigarrenmanufaktur, weil dann kam auch die große Wirtschaftskrise in den USA und da war dann an die Neuerrichtung der Fabrik nicht dran zu denken. Erst 22 Jahre später, in 1946, ging es dann wieder weiter. Erstmal nur in seiner Garage, wo Fuente mit seiner Frau zusammen als Roller gearbeitet hat. Seine Söhne Carlos und Arturo Fuente Junior haben dort nach der Schule auch noch gerollt und haben auch noch beim Putzen geholfen. Ein paar ganz wenige angestellte Roller gab es allerdings auch. Die Marke war rein lokal und ist auch nur gegen Cash direkt vor Ort verkauft worden. Arturo Fuente Senior wollte die Firma eigentlich an seinen gleichnamigen Sohn vererben, aber der andere Sohn Carlos, der hat sich viel mehr in der Firma eingebracht, hat dort viel mehr gearbeitet und hat deswegen dann die Firma 1958 von seinem Vater für $1 abgekauft und die Firma hatte damals einen Wert von $1.161 in Assets. Ja, er wollte dann mit der Firma groß expandieren, auch außerhalb von Florida, hat er so ein Auge auf New York geworfen und ja, dann kam leider das Embargo gegen Kuba 1962 und alle Hersteller mussten sich dann neue Tabake für ihre Zigarren suchen und Carlos hat das dann als eine Chance gesehen. Er hat angefangen mit Tabak aus Mexiko und Puerto Rico herum zu experimentieren, wollte dort dann ursprünglich auch mit seiner Zigarrenfabrik hinziehen, weil die Lohnkosten für die Roller in den USA so angezogen haben. Allerdings war ihm die Produktionsqualität dort vor Ort zu schlecht und deswegen hat er sich dann erstmal für Nicaragua entschieden. 1979 hat dann dort auch die Revolution zugeschlagen und seine Tabakfabrik wurde dann schon zum zweiten Mal abgefackelt. Aber mittels einer Hypothek auf sein Haus hat er dann in der Dominikanischen Republik eine neue Fabrik hochgezogen. Und damals wurde dann schon die ganz wichtige Entscheidung getroffen, alles nicht benötigte Geld in das Aufbau eines Tabaklagers zu stecken, damit die Firma dann immer über geagten Tabak verfügen konnte. Und dadurch hatte die Firma dann immer mehr und immer größeren Erfolg, vor allen Dingen in den 80er Jahren hier mit dieser Hemingway-Serie. Und dadurch wurde dann letztendlich die Legende auch geboren. Heute stellt die Firma über 30 Millionen Zigarren im Jahr her und ist eine der absoluten Premium-Marken weltweit. Wir sehen uns gleich im zweiten Drittel mit der Preisanalyse. Bis gleich. Hier im zweiten Drittel ist die Zigarre immer noch super cremig. Dieses ledrig-holzige ist jetzt immer noch dominant im Vordergrund, aber es gibt auch immer noch deutliche Nussaromen und die Zigarre ist auch noch ganz leicht süßlich, wobei ich da nicht so ganz sicher bin, ob das eher auf der fruchtigen oder auf der schokoladigen Seite ist. Und im Hintergrund, ganz, ganz weit, macht sich so ein ganz klein wenig Kaffeearoma breit. Ja, vom Preis her liegen wir hier bei 11
1,40 € und über ein Volumen von 39,7 Kubikzentimetern kommen wir auf einen Basispreis von 29 Cent. Man muss aber bitte im Hinterkopf behalten, dass das Volumen nicht hundertprozentig stimmt, weil das ja eine Perfekto ist und sich der Durchmesser von der Zigarre hier im Verlauf ein klein wenig ändert. Insofern könnte der Basispreis vielleicht eher bei 30 Cent liegen. Beim Vergleichen innerhalb der Marke gibt es einiges an Vitolas, viel mehr als ich hier Platz habe aufzulisten, vor allen Dingen, weil es von vielen Vitolas auch immer noch eine zweite Maduro-Variante gibt. Deswegen habe ich hier immer noch mal die günstigsten und die teuersten mit aufgenommen. Auf der günstigen Seite hätten wir hier das Maduro-Pendant auch bei 29 Cent, die Short Story bei 30 Cent und die Work of Art in der Maduro-Variante mit 31 Cent. Auf der teuren Seite hätte man dann die Masterpiece mit 49 Cent, die Untold Story mit 51 Cent und die Between the Lines mit 82 Cent. Die sticht wahrscheinlich so nach oben raus, weil das ist eine ganz Maduro-Variante, also nur 50%. Also man hat dieses, die Zigarre hat zwei verschiedene Deckblätter, hat also so ein kleines Muster und davon ist halt eines normal und eines Maduro. Im Schnitt kommen wir dann bei Hemingway auf 40 Cent. Die Bestseller hier ist also die günstigste Zigarre aus der Serie. Arturo Fuente insgesamt liegt bei 51 Cent, ist also damit nochmal deutlich oberhalb vom regulären kubanischen Portfolio. Das liegt bei 35 Cent. Die teuerste Serie ist die Opus X, die Lost City. Die liegt bei 90 Cent, also auch ein gutes Stück oberhalb von den Limitadas, die es bei Fuente auch gibt. Und die günstigste Serie von ihm ist die Classic, die liegt nur bei 20 Cent. Die liegt dann so in der Ecke von Rafael González oder den Vegueros. Also so gesehen liegt die Bestseller hier im mittleren Preisbereich halt bezogen auf das gesamte Arturo Fuente Portfolio. Um das nochmal mit ähnlichen Zigarren zu vergleichen, da habe ich nochmal die Cohiba Vehique 52 mitgebracht. Also die Premium-Linie aus der kubanischen Ecke, die liegt bei 1,17 Euro, also ist nochmal deutlich teurer. Bei 29 Cent hätte man dann zum Beispiel nochmal die Bolivar Royal Coronas oder aus der nicht-kubanischen Ecke die Fillinger Sanduro Claro Churchill. Wir sind ja also in guter preislicher Gesellschaft unterwegs und insgesamt auch auf einem sehr guten Preisniveau. Wir sehen uns gleich im letzten Drittel mit den Ratings und meinem Fazit. Bis gleich. Im letzten Drittel ist die Zigarre immer noch super cremig. Leder und Holz sind immer noch die dominanten Aromen. Leicht Erde mischt sich jetzt darunter. Diese Süße ist ein klein wenig mehr in den Vordergrund gekommen, ist jetzt auf jeden Fall auf der schokoladigen Seite und leicht Kaffee haben wir auch immer noch mit im Hintergrund dabei. Vom Abbrand und von der Asche her war absolut alles tipptopp. Da kann ich nur eine 1 mit Stern vergeben. Wenn wir noch mal einen Blick auf die Ratings bei Cigar Aficionado werfen, da haben wir 7 Ratings zwischen 1997 und 2018 in der Range von 90 bis 93 Punkten. Der Schnitt liegt damit bei 91,4 Punkten. Wir haben hier also eine fantastische Zigarre mit einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Man versteht definitiv, woher dieses Image von Arturo Fuente kommt. Von der Nikotinstärke her liegt sie so im mittleren Bereich. Sie hatte eine tolle, subtile Süße hier von diesem afrikanischen Deckblatt. Und ansonsten war es ein wahres Feuerwerk an Aromen und Komplexität. Ja, ich würde sagen, bei dem Preis ist das fast schon mal Pflicht, die einmal probiert zu haben. Also eine ganz klare Empfehlung von mir. Empfehlen kann ich dir auch ein Abo von meinem Kanal, dann verpasst du keine zukünftigen Videos. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.